Meter. Heute zu Gast die Frau, die hofft, dass zumindest ihr Diensthandy abhörsicher ist, auch für US-Geheimdienste. Wir begrüßen die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Guten Tag. Frau Bundeskanzlerin, die Reise Ihres Innenministers Friedrichs nach Washington wird vom SPD-Kanzlerkandidaten als blanker Hohn bezeichnet. Er hat heute sogar noch eins draufgelegt. Er hat gesagt, Sie hätten Ihren Amtseid verletzt, Sie hätten keinen Schaden vom deutschen Volk abgewehrt. Das ist ein starker Vorwurf. Also alle Bundesregierungen, ob SPD oder CDU geführt, haben mit Nachrichtendiensten anderer Länder zusammengearbeitet. Aber was die Reise von Innenminister Friedrich anbelangt, so war klar, sie kann neben den Expertengesprächen nur ein erster Schritt sein. Es ist dabei festgelegt worden, und das ist eine Maßnahme, dass die alten Vereinbarungen aus der Zeit vor der deutschen Einheit auslaufen werden, auch formell. Es wird auch Zeit, würde ich sagen. Und es ist jetzt das Thema, was mir besonders wichtig ist: Halten amerikanische Dienste auf deutschem Boden deutsches Recht ein? Das ist die Forderung. Und da wird überprüft, ist das in der Vergangenheit so gewesen oder nicht. Dazu hat Präsident Obama die Anweisung gegeben, bestimmte Akten zu deklassifizieren. Unsere Experten werden da weiter im Gespräch bleiben. Und ich erwarte eine klare Zusage der amerikanischen Regierung für die Zukunft, dass man sich auf deutschem Boden an deutsches Recht hält. Wir sind befreundete Partner. Wir sind in einem Verteidigungsbündnis und man muss sich aufeinander verlassen können. Aber bisher haben Sie noch keine Hinweise, dass die Amerikaner sich an deutsches Recht gehalten haben? Nein, ich habe keine Hinweise, dass sie sich nicht an deutsches Recht gehalten haben. Wir haben das ja durch unsere Experten auch erfragen lassen. Das muss jetzt eben herausgefunden werden. Darüber wird der Innenminister über diesen Prozess auch dem PKGR, also dem Parlament, Bericht erstatten. Und dann werden wir sehen, was an den Vorwürfen dran ist. Und weiter muss aber gelten für die Zukunft, auf jeden Fall sich an deutsches Recht zu halten. Frau Bundeskanzlerin, wissen Sie denn, was da genau an Daten abgegriffen würde? Das Stichwort Wirtschaftsspionage macht ja auch die Runde. Das gilt ja auch für das Abhören von EU-Einrichtungen. Haben Sie da Erkenntnisse gewonnen nach dieser Reise, was da möglicherweise passiert ist? Also da wurde dem Bundesinnenminister sehr deutlich gesagt, es gibt keine Industriespionage gegen deutsche Unternehmen. Das ist eine Facette, aber es bleibt ja ein anderer Punkt, der viele Menschen mit Recht beunruhigt. Was wird eigentlich mit den Daten, wenn sie Deutschland verlassen und dann sozusagen auf Servern außerhalb Deutschlands oder Europas eben ganz anderen rechtlichen Grundlagen unterliegen? Und hier wird jetzt natürlich das Gespräch weitergeführt werden mit den Vereinigten Staaten von Amerika, sicherlich auch mit anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Großbritannien. Was ist verhältnismäßig? Wir arbeiten zusammen im Kampf gegen den Terror. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch der Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet sein. Mhm. Und nicht alles, was technisch machbar ist, das wird ja in Zukunft immer mehr sein, darf auch gemacht werden. Der Zweck heiligt hier aus unserer Sicht nicht die Mittel. Und das werden noch sehr intensive Gespräche werden, die wir im Übrigen außerhalb der geheimdienstlichen Fragen auch in Europa führen, in der sogenannten Datenschutzgrundverordnung. Und hier wird Deutschland eine sehr strikte Position einnehmen. Noch weiter gefragt, Frau Bundeskanzlerin, braucht es nicht ein internationales Datenschutzabkommen, um diesen Datenverkehr und das, was mit Daten passiert, zu kontrollieren? Da gibt es ja auch schon entsprechende Forderungen. Ja, ich würde sagen, erstmal braucht es eine einheitliche europäische Regelung. Das ist diese Datenschutzgrundverordnung, über die wird sehr stark gestritten. Und ein strittiger Punkt ist zum Beispiel, müssen die Internetunternehmen, zum Beispiel Google, Facebook und andere, Europa, den europäischen Ländern Auskunft geben, wem sie die Daten geben. Und hier ist es bis jetzt zu keiner Einigung gekommen. Und ich habe heute mit dem Innenminister und die Justizministerin vertritt auch diesen Punkt abgemacht, dass auf dem Justiz- und Innenrat Deutschland noch einmal deutlich machen wird, das wird nächste Woche Donnerstag, Freitag sein, dass wir wünschen, dass die Firmen uns in Europa sagen, wem sie die Daten geben. Das muss Teil eines solchen Datenschutzabkommens sein, denn wir haben zwar ein tolles Bundesdatenschutzgesetz, aber wenn Facebook in Irland registriert ist, dann gilt das irische Recht und deshalb brauchen wir hier eine einheitliche europäische Regelung. Ja. International sollten wir auch ein Abkommen verhandeln, das hat die Verbraucherschutzministerin gesagt, die Justizministerin. Und da wäre ein Ansatzpunkt, den Frau Leuthäuser-Schnarrenberger gefunden hat, das finde ich gut,
dass der Pakt für bürgerliche und politische Rechte, ein UN-Abkommen im Zusammenhang mit der Menschenrechtscharta, wo in einem Artikel auch der Schutz der Privatsphäre angesprochen wird. Also ein neues UN-Abkommen. Ja, das Abkommen gibt es schon. Der Schutz der Privatsphäre wurde vor 60 Jahren vereinbart. Und da könnte man ein Zusatzprotokoll machen, wo man international diese Dinge macht. Und es wäre natürlich gut, Europa würde hier mit einer Stimme sprechen. Und dafür werden sich sowohl der Innenminister als auch die Justizministerin bei den kommenden Verhandlungen nächste Woche in Brüssel einsetzen. Dennoch, Frau Bundeskanzlerin, haben Sie Verständnis, wenn die Leute, wenn die Bürger sagen, es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass weder die Kanzlerin noch ihr Geheimdienstkoordinator noch die deutschen Geheimdienste nichts wussten von diesen ganzen NSA-Aktivitäten? Das wäre ja ein Armutszeugnis. Ja, wir haben das, was wir wissen, gesagt. Und was wir nicht wussten, bringen wir jetzt in Erfahrung. Und ich sage noch mal, wir werden auch auf sehr unterschiedliche Philosophien international stoßen. Schon Großbritannien hat ein ganz anderes Recht für die Überwachung von Telekommunikationsdaten, als wir das in Deutschland haben. Wir haben ein sehr gutes Recht mit dem G10-Gesetz, bei dem gesagt wird, maximal dürfen 20% der Informationen abgeschöpft werden. Der Bundesnachrichtendienst berichtet darüber regelmäßig den parlamentarischen Gremien. Andere haben andere Rechte und deshalb müssen wir sicherlich auch ein intensives Gespräch suchen, was ist verhältnismäßig. Und ich sage nochmal, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das wird die deutsche Devise in diesen Verhandlungen sein. Sie haben diese Woche auch in einem Zeitinterview gesagt, bei uns ist schon lange üblich, verantwortlich für die Geheimdienstkoordination ist der Kanzleramtsminister, also Herr Pofalla. Das hat einige verleiten lassen zu der Überlegung, will sich da eine Kanzlerin absichern, will sie die Verantwortung zu Herrn Pofalla schieben? Das ist ja abwegig. Es gibt aus guten Gründen, die seit jeher den Brauch, entweder einen eigenen Staatsminister für die Geheimdienste zu haben oder aber der Kanzleramtsminister macht das mit. Das war bei Herrn Steinmeier so, als er unter dem Kanzler Schröder Kanzleramtsminister war. Das ist bei mir so. Das ist also guter Brauch und wir sind alle als Bundesregierung doch gemeinsam verantwortlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Wir erleben nur eine unglaubliche technische Revolution und hier müssen wir auf neue Möglichkeiten auch neue Antworten finden. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Tätigkeit der Geheimdienste, sondern es beschränkt sich oder geht weiter in den Umgang mit Daten überhaupt. Ja. Und es kommt eine Sache zum Tragen, die ich persönlich auch sehr wichtig finde, nämlich Europa ist an vielen technologischen Stellen nicht mehr Weltmarktführer, geschweige denn, dass wir alles bestimmen können, sondern wir sind zurückgefallen und haben eigene technologische Fähigkeiten verloren. Und so wie wir mal Airbus anstelle von, also als Wettbewerber für Boeing, ganz gezielt industriepolitisch gefördert haben, wie wir Galileo machen als Alternative zu GPS, brauchen wir auch eine Initiative, wo wir Systemfähigkeiten verloren haben in Europa und wo wir gegebenenfalls gemeinsam das wieder aufholen wollen. Das werde ich auch einfordern. Ja. Frau Bundeskanzlerin, aber noch mal, Ihre Verbraucherschutzministerin erklärt heute in einem Interview, es sei abgehört worden bis in höchste Regierungskreise. Was heißt das? Das wäre ja ein Verstoß gegen deutsches Recht. Und wer ist denn da abgehört worden? Sie, ein Minister oder wer? Also wir sind ja dabei, den Sachverhalt aufzuklären. Mir ist so etwas bislang nicht bekannt, aber deshalb sprechen unsere Experten in Amerika mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich finde es ein wichtiges Zeichen, dass Präsident Obama auch gesagt hat, dass diese Deklassifizierung von Akten, an die wir bis jetzt überhaupt nicht herangekommen sind, stattfindet. Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Sonst hätte ich es schon dem PKGR gemeldet. Was bedeuten eigentlich die jüngsten Entwicklungen für die Vorratsdatenspeicherung? Da droht wohl neuer Konflikt in der Union. Frau Aigner hat heute auch gesagt, die Datenspeicherung müsse auf den Prüfstand und ob 6 Monate Speicherfrist wirklich notwendig sind, wollte ich Sie mal in Frage stellen. Wo stehen Sie? Also hier, das ist ein anderes Feld. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja eine europäische Richtlinie. Wir haben sie noch nicht umgesetzt und interessanterweise findet jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verfahren statt, das von Irland und Österreich, glaube ich, angestrebt wurde. Und hier deutet sich eventuell an, dass auch Veränderungen sowieso vorgenommen werden könnten. Ich weiß es noch nicht, das Urteil ist noch nicht da. Da geht es auch um die Dauer der Frist, der Speicherfristen.
Und da sind wir offen und sagen, wenn das überarbeitet werden muss, dann sollte man es schnell überarbeiten, sollte das schnell machen. Ich glaube nicht, dass es hier so große Unterschiede gibt. Da kommen wir schon hin. Das viel größere Problem ist, was passiert mit den vielen Daten außerhalb unserer Regelungsbereiche. So, das Thema haben wir doch jetzt umfassend behandelt. Jetzt wollen wir uns vielleicht mal mit Ihrer Partei... Vielleicht noch ein Zusatz, ja. Wir haben eine Initiative Deutschland sicher im Netz. Und wir werden uns auch mehr damit befassen müssen, wie können wir die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Und ich werde das auch noch mal zum Anlass nehmen, hier gerade die Aufklärung in dem Bereich. Was kann ich verschlüsseln, wie kann ich verschlüsseln, was ist der Stand der Technik voranzutreiben. Vielleicht ein bisschen spät, aber jetzt kommt es doch noch. Wir haben es ja, diese Deutschlandsicherheit im Netz ist ja schon da. Aber mit neuen Fakten muss man gegebenenfalls auch neue Antworten finden.